Das ist alles, was nach einer Operation nach durchschnittlich einer Stunde noch zu sehen ist. Eine ca. 9 cm lange Narbe und das nach einem im Volksmund als Hüft-OP bezeichneten Eingriff. In den Elbland-Kliniken wird diese Art der Versorgung an allen Standorten durchgeführt. Wir haben überall eine hohe Anzahl an Fachkräften. Wir haben 2 Endoprothesenzentren, die beide auch zertifiziert sind, wo wir allen Ansprüchen, die an diese Zentren gestellt werden, erfüllen. Wir werden da auch jährlich kontrolliert von Auditoren, dass wir all diese Qualitätsrichtlinien, die da gestellt werden, erfüllen. Wir haben einen guten Austausch miteinander. Wir haben viel Expertise innerhalb der Kollegen. Und letztendlich haben wir auch einen guten Austausch. Ich glaube, die Riesa, Radebeul, Meißen sind. Wir behandeln die Patienten alle zusammen. Es ist ein großer Club, wo die Patienten betreut werden. Auch wenn sie eine Komplikation dann haben sollten, sie können ins andere Haus gehen. Sie sind im gleichen Team, werden sie aufgefangen. Und wir haben einen guten Austausch, dass sie da gut behandelt werden. Aquina Richter hat sich der Implantation eines neuen Hüftgelenks unterzogen. Die beiden Operateure, Dr. Jens Schubert und Dr. Andreas Lenk, haben bei ihr den Eingriff durchgeführt. Bis dahin war es ein entbehrungsreicher Weg. Die Ausgangssituation war, dass ich starke Hüftschmerzen hatte, die ich versucht habe, mithilfe meiner Orthopädin einzudämmen, was eine gewisse Zeit mir gelungen ist, aber ich dann irgendwann austherapiert war und die Schmerzen trotz starker Medikamente nicht mehr weggegangen sind. Und somit habe ich mich entschlossen, durch den guten Leumund, wo ich mich natürlich vorher erkundigt habe, in Meißen operieren zu lassen. Die beiden Meißner Ärzte stehen oft gemeinsam im OP. Dr. Jens Schubert und seine Kollegen sind ein eingespieltes Team. Solche Hüft-OPs sind seit Jahren oft durchgeführte Eingriffe, die ein hohes Maß an Professionalität erfordern. Also die genaue Definition wäre die Hüft-Totalendoprothese, also der kompletter Ersatz des abgenutzten Hüftgelenks der Patientin. Eine Operation, die häufig geübt wird, ist unter den Top 10 der Operationen in Deutschland. 2021 wurden also deutschlandweit über 230.000 Hüft-TEP-Implantationen in Deutschland durchgeführt. Prinzipiell ist es so, dass die Knorpelüberzüge am Hüftkopf und in der Pfanne abnutzungsbedingt kaputt gehen, aber prinzipiell können auch unfallbedingte Folgen zu einer Gelenkabnutzung im Hüftgelenk führen oder ein Oberschenkelhalsbruch dann zur Notwendigkeit einer Endoprothese führen. In den Elbland-Kliniken setzt man auf eine minimalinvasive Operationstechnik. Dabei müssen Muskeln und Sehnen nicht durchtrennt werden, sondern eine natürliche Muskellücke wird auseinandergehalten. Der Weg zum Hüftgelenk ist schonender zu erreichen. Diese Variante stellt hohe Anforderungen an den Chirurgen und braucht ein hohes Maß an Erfahrung. Die Mediziner im Elbland-Klinikverbund erreichen das mit viel Routine. Durch das minimalinvasive Zugehen sind die Narben, die da beim Patienten hinterlassen werden, deutlich kleiner. Sprich aber auch unser Arbeitsfeld ist kleiner geworden. Man hat weniger Raum, sich beim Patienten zu bewegen. Man muss die Landmarken, die einzelnen Körperpositionen genau kennen und sich gut am Hüftgelenk auskennen. Und dann sollte so eine Operation genauso sicher funktionieren wie ein riesengroßer Schnitt, wo sämtliche Teile ins Detail dargestellt werden und Muskulatur zerstört wird. Beobachtet man die Ärzte im OP, ist die Souveränität allgegenwärtig. Auch im Elbland-Klinikum Radebeul und Riesa ist diese Methode bewährt. Dr. Arko Raue aus Radebeul weiß um den standortübergreifenden Gewinn für die Patienten. Es hat mehrere Vorteile. Wir bieten allen Patienten das Gleiche an. Wir können gewahr sein, wenn eine Klinik aus welchen Gründen auch immer keine Kapazität hat, das woanders hin zu verschieben. Es ist so, dass wir die Methoden gut beherrschen und sie vergleichbar sind. Und das ist für den Patienten ein etwas höheres Maß an Sicherheit, was man über 3 Kliniken geben kann. Ist das Hüftgelenk erfolgreich implantiert, ist der Patient gefragt. Jetzt gilt es, sich schnellstmöglich zu mobilisieren. In der Regel nach so einem minimalinvasiven Zugang können schon Patienten schon am OP-Tag aufstehen und laufen. Das ist auch unser Ziel und die werden schon am selben Tag nachmittags hingestellt und wir laufen auch mehrere Schritte.
Da sind aber ehrlich gesagt die Patienten, die schon etwas jünger und körperlich fitter sind. Aber die schaffen das und schon in 2-3 Tagen können schon die Treppe laufen und die wollen schon nach 5 Tagen nach Hause gehen. Und das, auch das dagegen spricht nichts, wenn das alles ringsum auch in Ordnung ist. Aquina Richter hat ihr neues Hüftgelenk schon seit einigen Monaten. Sie kann aus eigener Erfahrung Bilanz ziehen und gibt das auch gern an die beiden Operateure weiter, aber auch an Menschen mit ähnlichen Beschwerden. Ich fühle mich sehr wohl. Ich konnte nach circa reichlich 4 Wochen meine Gehhilfen ablegen. Fahre Fahrrad wieder, gehe wandern, größere Strecken wandern. Also ich würde es jedem empfehlen, wenn ich an die Schmerzen vorher denke und das, was jetzt mein Lebensgefühl wieder ist, einfach nur spitze. Diese minimalinvasive Operationstechnik ist in allen Häusern der Elbland-Kliniken standardisiert. Das kommt den Hilfesuchenden in der gesamten Region zugute. Ein Vorteil der Elbland-Kliniken. Ja, wir haben ja auch Patienten, die nicht nur aus dem Elbland, aus dem Landkreis Meißen kommen, sondern auch aus Dresden, aus Südbrandenburg letztendlich. Den Kreis haben wir schon an Patienten. Und klar, wir haben ein großes Netzwerk an Praxen, wo die Patienten sich melden können, mit denen wir im guten Austausch sind und die Patienten dann bei uns behandelt, operiert, nachbetreut werden. Wir können das alles aus einer Hand anbieten. Die Spezialisten des Elbland-Klinikverbundes können mit den Erfahrungen bei dieser minimalinvasiven Operationstechnik, bei der Hüftgelenk-Endoprothetik, den betroffenen Patienten nahezu optimal helfen.